Unfassbar, aber die Hälfte aller Lebensmittel, die landen bei uns im Müll. Krumme Birnen, schrumpelige Äpfel oder Kartoffeln mit Stellen, was nicht der Norm entspricht, kommt erst gar nicht in den Supermarkt. Und auch wir zu Hause, wir werfen einfach viel zu viel weg. Ich bin Achim Sahn, Ernährungswissenschaftler, und ich bin jedes Mal wieder baff, wenn man sich die Zahlen vor Augen hält, wie viele Lebensmittel im Jahr einfach so in die Tonne gekloppt werden. Umgerechnet sind es 82 Kilo pro Kopf in Deutschland, die einfach so auf den Müll landen. Eine unglaubliche Menge. Es sind 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel, 50% aller Lebensmittel, 44% Obst und Gemüse, also gerade gesunde Lebensmittel, die einfach so weggeworfen werden. Aber nicht nur wir Verbraucher tragen zur Verschwendung bei, es sind auch die Hersteller und der Handel und die Landwirtschaft. Und das muss nicht sein. Lebensmittelverschwendung tut weh, deshalb lasst uns gemeinsam zu Lebensmittelrettern werden. Ich gebe zu, es passiert auch mir immer mal wieder, wie gerade jetzt. Ich bin nach Berlin ins Studio gefahren, um eine neue Folge für gutes Essen, schlechtes Essen aufzunehmen. Und zu Hause gammelt wahrscheinlich das Gemüse vor sich hin. Wenn ich zu Hause bin, ja, dann kann ich es bestimmt auf den Kompost werfen. Aber damit bin ich nicht allein, sondern ich bin ein Teil von einer riesigen Verschwender-Community. Ja, was hätte ich denn machen sollen? So einiges, Achim. Ich hätte beispielsweise den Kopfsalat zu den Nachbarn bringen können. Ich hätte die Gurke auf den Tauschtisch vors Haus legen können. Oder ich hätte aus all dem Gemüse einfach was zubereiten und einfrieren können. Leider habe ich es verpennt. Aber alles schön und gut. Was kann ich denn jetzt von Anfang an dagegen tun, dass es gar nicht erst zum großen Wegwerfen kommt? Erstens, ich kann vom nächsten Einkaufen einfach mal checken, was noch da ist und was die nächsten Tage gebraucht wird. Zweitens, lieber nicht hungrig einkaufen gehen, sonst schlägt man in der Regel doppelt und dreifach zu. Und vorm Einkaufen einfach mal ein großes Glas Wasser trinken, das hilft beim rationalen Einkauf. Drittens, ich könnte beim nächsten Einkauf einfach mal weniger auf die Schönheit und mehr auf die Natürlichkeit und den wahren Charakter von Lebensmitteln achten. Nämlich gerade bei Obst und Gemüse bleiben die weniger schön oft in den Regalen liegen und werden ziemlich hässlich einfach weggeworfen. Viertens, ich hätte meine Lebensmittel besser lagern können, damit sie nicht so schnell verderben. Gemüse wie Brokkoli beispielsweise, das in Plastik verpackt ist, zu Hause auspacken und im Gemüsefach lagern, so hält sich's viel, viel länger. Und bei Äpfel beispielsweise und ja, Kartoffel, die halten sich wesentlich länger, wenn man sie kühl und dunkel lagert. Fünftens, ich sollte zukünftig dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dem sogenannten MHD, weniger Beachtung schenken und wieder mehr meinen eigenen Sinnen trauen. Also fühlen, schmecken, riechen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja schon, wie es im Namen schon drinsteckt, mindestens. Die Lebensmittel können also wesentlich länger noch haltbar sein. Zwei Beispiele. Säfte verderben, wenn sie anfangen zu gären. Dann bilden sich an der Oberfläche so Bläschen. Erst dann sollte man sie wegkippen. Und bei Joghurt- und Quarkspeisen heißt es erst Bye-bye, wenn es unangenehm riecht oder wenn sie Schimmel gebildet hat. Wenn sie der Deckel wölbt, dann muss es nicht ein Zeichen sein für Verderb. Anders als bei Konserven. Das MHD hat übrigens nichts mit dem Verfallsdatum zu tun. Das Verfallsdatum kennzeichnet ein Datum, ab wann Lebensmittel tatsächlich gesundheitlich bedenklich, also krankmachend sein können. Das Verfallsdatum steht allerdings nur auf Lebensmittel, die besonders schnell verderben, wie beispielsweise Fisch und Fleisch. Und zu guter Letzt, wenn ich wenig Hunger habe, könnte ich einfach im Restaurant, in der Kantine oder in der Mensa mal nach einer kleinen Portion oder nach einer Kinderportion fragen. Dann bleibt einfach nicht so viel auf dem Teller liegen und es spart so ungemein viel an Lebensmitteln. Viele weitere nützliche Tipps zur Lagerung gibt es übrigens auf den Seiten der Verbraucherzentralen. Kommen wir zum Fazit. Wir können so unglaublich viel tun, damit nicht so viele Lebensmittel in der Tonne landen. Und übrigens, man geht längst nicht mehr als Geizkragen, wenn man sich im Restaurant ein Doggybag schnüren lässt und die Reste einfach mit nach Hause nimmt. So, liebe Lebensmittelretter, wenn ihr jetzt Hunger gekriegt habt auf mehr Ernährungsthemen, dann einfach abonnieren und nichts mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.